Freund, Nordfriesland. Ja, heute freue ich mich wieder bei euch zu sein und ich habe mir überlegt, was passt am besten zu dem Bericht vom vergangenen Sonntag. Da hatten wir ja die Friesenhäuser als Kulturgut Nordfrieslands und dass es da auch Probleme gibt mit den Aufkäufen der Häuser dort und so weiter und so fort. Somit habe ich mir gedacht, dass das gleiche Problem auch die Eiderstädter haben mit ihren Haubargen. Und dazu fand ich dann auch einen schönen Bericht in Mutters Unterlagen und habe mich dann noch mal ein bisschen in Wikipedia schlau gemacht oder auf Wikipedia. Und laut Wikipedia ist der Begriff Haubarg so definiert, dass ein Haubarg das typische Bauernhaus der Halbinsel Eiderstedt ist. Es kam im späten 16. Jahrhundert zusammen mit westfriesischen Einwanderern, die den Bautyp Gulfhauses mitbrachten und bewährte sich dann bis ins späte 19. Jahrhundert als Bauernhaus. Das Wort Haubarg bezeichnet eine Stätte zum Bergen. Also Bergen ist eigentlich Stapeln von Heu. Mensch und Tier lebten in Haubargen jahrhundertelang unter einem Dach, jedoch in getrennten Räumen, ist klar. Aber das sind wirklich traumhafte große Bauernhäuser und ich finde schon, dass sie auch erhalten werden sollen und zum Kulturgut zählen sollten. Und da fand ich, wie gesagt, hier diesen Bericht. Ein Wandel kam im Zeitraffertempo. Und da ist noch der Haubarg abgebildet, das Schicksal des Haubargs in der Gemeinde Tetenböhl, ungewiss zu dem Bericht. Wenn jemand was weiß, ob es den dann noch gibt, der kann gerne anschreiben oder einen Kommentar drunter setzen. Ihr wisst ja, ich bin immer offen für alles, was ich noch zusätzlich erfahren kann. Also der Wandel kam im Zeitraffertempo. Landschaft Eiderstedt stand im Mittelpunkt eines Treffens der IG Baupflege. Breglum, weites Land, Deiche und Schafe, wenige Häuser und Menschen. Früher war hier das Ende der Welt. Dies sind die Anfangsszenen eines Dokumentarfilmes, den der Hamburger Professor und Wahleiderstädter Dr. Lutz Fischer beim Mitgliedertreffen der Interessensgemeinschaft Baupflege Nordfriesland in Brekum vorstellte. In dem Film, den Fischer in zweijähriger Arbeit mit einer Studentengruppe im westlichen Eiderstedt drehte, kommen Menschen zu Wort, Alteingesessene und Neuzugezogene. Die Interviews drehen sich um ein Thema. Wie leben und lebten sie auf der Halbinsel? Wie ist das Verhältnis untereinander? Und wie lassen sich die Haubarge jene stolzen Zeugnisse bäuerlicher Baukultur retten? Die Haubarge sind selten geworden. Gerade 40 sind nach Aussagen des IGB-Vorsitzenden Gerd Künast heute noch als solche zu erkennen. Die Unterhaltungskosten sind hoch, Restaurierungen nur schwer zu bezahlen. Und dann kommen die Städter, diese Fremden, und werden für die Alteingesessenen zu Vorbildern in der Pflege ihrer Haubarge, erklärte Lutz Fischer zur Einführung. Thematisch habe er sich insbesondere für den Modernisierungsprozess in Eiderstedt interessiert. Eiderstedt, eine Gegend, die bis nach dem Zweiten Weltkrieg noch immer stark verhaftet war in Arbeit und Leben. Um 1955 kam es zu einem lawinenartigen Rutsch von Lebensveränderungen. In lediglich 20 Jahren hat man hier einen Modernisierungsprozess durchgemacht, den andere Gegenden in 50 oder 100 Jahren durchlebten, so Fischer. Verkehr, Tourismus und die Arbeit haben sich im Zeitraffertempo
verändert, stellte er fest. Die Situation der sogenannten Fremden interessierte Fischer in seiner Dokumentation, aber auch die Wünsche und Vorstellungen, mit denen die Städter hinaus aufs Land zogen und hier mit den Problemen der echten Eiderstädter konfrontiert wurden, wie er selber sagt. Fischer kaufte sich einen Resthof, ein Gebäude, das ohne Land zum Verkauf angeboten wurde. Über Generationen war der Haubarch im Besitz der Boysen. Ne, Boyens. Als Ernst Boyens und seine Frau zu alt wurden, zogen sie in ein geerbtes Haus nach Husum. Beide kommen im Film zu Wort. Sie haben miterlebt, wie sich im Laufe der Jahre alles veränderte und in fremde Hände ging. Immer wieder kommen sie auf die reichen Hamburger zu sprechen. Aber sie wollten verkaufen. Die Nähe zur See, die Ruhe und günstige Lage und nicht zuletzt der Abstand zu den Nachbarn sind immer wieder gewichtige Gründe für die Neu-Eiderstädter. Mit Arbeit und Kindern lässt es sich in so einem Haupark leben. Im Alter jedoch nicht mehr, meinte Ernst Boyens. Wenn die Alten aufhören und die Jungen in die Städte gegangen sind, um Arbeit zu finden, meint Carsten Hinrichs, ehemaliger Bürgermeister von Westerhever in dem Film, dann verändert sich hier alles gewaltig. Bereits 2/3 der Häuser in der Gegend um Westerhever seien in fremden Händen. Einheimische hätten nicht so viel Geld, Haubarge instand zu halten. So denkt Hinrichs auf ein Problem hin, das wesentlich mit der landwirtschaftlichen Situation zu tun hat. Ärger in Eiderstedt sieht Hinrichs vorprogrammiert. Wenn die Fremden in die Gemeindevertretungen drängen würden und über die Probleme der Eiderstedter mitbestimmen wollten. Wie sehen die Neu-Eiderstedter ihre eigene Situation in der neuen selbstgewählten Umgebung? Wo liegt der Antrieb, die Stadt zu verlassen und hinaus aufs Land zu ziehen, die berufliche Karriere einzuschränken und sich mit aller Kraft einem Haubarg zu widmen, dessen Restaurierung jahrelangen Einsatz und Entbehrungen fordert? Peter und Marie-Luise Weber aus Witzwold wollten eine Alternative zum Abhängigkeitsverhältnis im Beruf. Nach fast 10 Jahren fühlen sie sich so halb und halb, aber eben doch immer noch als Fremde. Doch, und darin sind sich beide einig, zurück in die Stadt niemals. In der anschließenden Diskussion waren dann viele der Akteure dieses Dokumentarfilmes in der Runde des IGB wiederzufinden. Die Liebe zur Pflege und Instandhaltung der Haubarge, aber auch das Schuldbewusstsein als Fremde eingedrungen zu sein, vereinigt sich in der Interessensgemeinschaft Baupflege Nordfriesland. Diese von Lutz Fischer extrem und überspitzt formulierte Situation zeige sich gerade bei den Haubargbesitzern. Wie kommt es eigentlich, dass sich die Fremden, als der ich mich selber auch immer wieder bezeichne, hier einnisten? Um die Probleme der Neuen sowie der Einheimischen, die Konflikte, Integrationsschwierigkeiten in ihrer ganzen Problematik aufzuzeichnen, habe er die Schickeria mit ihren Wochenendhaubargen bewusst ausgeklammert. Wer, so Fischer, weiter lediglich für ein paar Wochen im Jahr per Flugzeug in St. Peter-Ording einschwebe, bekomme nichts von den Problemen Eiderstedts mit. Deshalb habe er sich auf die Menschen konzentriert, die sich hier eine Existenz aufbauen wollen. Früher hatten die Höfe rund um die Haubarge etwa 150 Hektar Land. Bedingt durch die Erbteilung wurden diese Flächen immer kleiner. Arm und reich habe es in Nordfriesland immer schon eng beieinander gegeben. Durch die ewige Aufteilung der Hofflächen an die Kinder und den weiteren Verkauf sind heute bis zu 60% der Eiderstädter Flächen in fremder Hand, hieß es in der Diskussion. Ist ja erschreckend im Grunde genommen. IGB-Mitglied Helmut Vlasic wollte von Lutz Fischer wissen, welche Chancen für den Erhalt der Haubarge bestehen.
Gründe für einen anhaltenden Verfall gebe es noch immer sehr viele, so Fischer. Viele Einheimische wollen immer noch nicht wahrhaben, dass die Haubarge bedroht sind. Bedingt durch die landwirtschaftliche Situation seien sie oft finanziell nicht in der Lage, die anfallenden Kosten zu bewältigen. Das Kosten-Nutzen-Denken stehe immer noch im Mittelpunkt. Doch, so Fischer weiter, gäbe es auch hier herrlich eingerichtete Haubarge, die als tote Häuser zu bezeichnen sind, weil sie die wenigste Zeit bewohnt sind. Welt- und Wasserkoks seien Beispiel für diese Entwicklung. Das ist ein sehr hoher Preis für die Erhaltung dieser Gebäude. Ob und inwieweit das Haubarg-Programm der Landesregierung weiterhelfen könne, blieb auf dem Treffen der IGB-Mitglieder noch offen. Oftmals ergebe sich erst bei den Folgekosten wie Dachdeckung und Versicherung die Frage, ob der Haubarg zu halten ist, erklärte Lutz Fischer. Viele Ursachen für die Entwicklung im Eiderstedter Raum liegen im derzeitigen Strukturwandel in der Landwirtschaft. Hier sind wir dann auch von der IGB gefordert. Hinzu komme, so Gerd Kühners, das Ausbluten Nordfrieslands dadurch, dass Arbeitgeber die letzten Fachleute aus dem Kreis nach Süddeutschland holten. Doch, wusste Jakob Peters aus Tetenbühl zu berichten, in Eiderstedt sei das immer so gewesen. Die Deichbrüche und die Erbgesetze hätten immer wieder zum Wechsel in der Region geführt. Fremde kamen und gingen. Das Haubarg- und Kartensyndrom, ein Begriff, der in der Runde herzliches Lachen hervorrief und doch laut Fischer so richtig treffend sei, zeige in diesem Zusammenhang auch die ganze Problematik in den Familien, die zuziehen. Falsche Vorstellungen über die Zukunft, Planungen, die kaputt gehen, Ehen, die an den umfangreichen, jahrelangen Arbeiten an den Haubargen zerbrechen, sind die heutigen aktuellen Gründe für Fluktuation in der Gegend. Doch in den Bemühungen um die Erhaltung der Haubarge gehen wir voran und setzen Akzente, geben Beispiele. So paradox es klingen mag, meinte Lutz Fischer. Und abschließend, die Städter, diese zugereisten Fremden, sind in diesem Punkt zu Vorbildern für die Einheimischen geworden. Ja, ich glaube, das trifft auf viele Landstriche inzwischen zu. Und ja, immer vorzugsweise dort, wo es besonders schön ist. Das ist ja der Jammer, dass sich irgendwelche schönen Häuser oder ob es Fachwerkhäuser irgendwo im Harz sind oder die Friesenhäuser auf den Inseln in Nordfriesland oder hier jetzt die Haubarge. Das ist wohl überall dasselbe Problem, dass so etwas dann mehr in die Hände der reichen Fremden geht, weil die das nötige Kleingeld haben zum Sanieren. Ich habe in der Zwischenzeit die Bilder von Haubargen eingeblendet. Zwei sind auch aus Wikipedia. Ich schreibe die Autoren noch drunter. Und drei sind wieder von Pixabay, wo ich auch die Urheber dann erwähne. Ja, und das Einführungsfoto und das Abspannfoto ist in diesem Fall von Oke Boysen von Sylt. Ich hoffe, es war für euch interessant, weil ich denke mal, die wenigsten machen sich Gedanken darüber, dass der Haubach eben genauso zu uns gehört mit seinen redgedeckten Dächern wie die alten Friesenhäuser. Also bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Sonntag, hab mich gefreut. Moin, Nordfriesland.